Servus liebe YouTube-Gemeinde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute versuchen wir es mit einer ganz neuen Videoserie, das soll Alltag heißen. Also wir werden uns ein bisschen filmen, so bei alltäglichen Sachen, die großteils das Tischlerhandwerk betreffen werden, aber auch vielleicht wird einmal eine Wurstsemmel gekocht. Also gekocht ist bei uns, wenn wir die Wurstsemmel in der Mitte durchschneiden. Bevor eine Wurst hineinkommt, ist das ja noch eine Semmel, die wird dann durchgeschnitten, dann kommt die Wurst hinein, Gurkel, ein bisschen Senf und dann ist es quasi für uns, für Erich und mich gekocht. Ihr werdet euch fragen, warum zittert die Kamera so? Erich hält die Kamera und es ist ihm immer sehr kalt. Auf jeden Fall, heute haben wir hier dieses Eschenholz. Wir haben das vor 2 Jahren bekommen, der Erich und ich, und haben damals einen Stress gehabt. Erich war müde, glaube ich. Und jetzt haben wir das nur hergelegt und das Hirnholz angestrichen, damit es über das Hirnholz nicht zu schnell austrocknen kann. Dann entstehen hier immer so Risse. Wenn man das Hirnholz anstreicht, dann trocknet es gleichmäßiger aus und man hat am Hirn, wie man hier gut erkennen kann, fast keine Risse. Wir haben aber damals vor lauter Stress den Staub nicht weggekehrt, das Sägemehl. Das muss man unbedingt abkehren, denn dann kann es natürlich auch nicht gut trocknen. Das ist ja klar, wenn hier oben eine Schicht liegt, ist das etwas störend. Auf jeden Fall. Und was wir noch nicht gemacht haben, wir haben die Rinde nicht weggeschnitten, eben wegen Zeitmangel, weil in der Rinde sind die Würmer drin. Bei der Esche, der in der letzten Zeit ganz besonders viele Würmer. Das ist echt eine wilde Geschichte. Auf jeden Fall schneiden wir jetzt die Rinde weg. Man kann sie auch mit einem Zugmesser, mit einem Reifmesser, oder wie kann man noch sagen zu diesem Messer, Erich? Okay, Erich sagt wieder nichts, keine Ahnung, vielleicht sind Spannungen zwischen Erich und mir, ich weiß es nicht, er redet sehr wenig mit mir in letzter Zeit. Auf jeden Fall schneiden wir diese Rinde jetzt weg, weil wir es mit einem Zugmesser nicht mehr können, weil der Wurm schon ins Holz hineingefressen hat. Wenn man das gleich macht, nach dem Schnitt mit dem Zugmesser weg, dann kann man davon ausgehen, dass der Wurm noch nicht drinnen ist im Holz. Aber hier in unserem Fall ist er schon drinnen. Hier hinten ist eigentlich alles in Ordnung. Erich, vielleicht, dass du kurz herfilmst, lass mir das zeigen. Hier sieht man schon die Wurmlöcher und man sieht auch hier unten, irgendwo kann man das da drüben erkennen, Erich, dass man die Häufchen sieht von das Mehl, von dem, kann man das irgendwie erkennen, oder? Das seitlich? Nein, ich glaube, das ist zu dunkel. Aber man sieht richtig die Haufen vom Staub quasi, was die Würmer fressen. Hier herüben vielleicht, dass man hier was sieht. Nein, sieht man nichts. Auf jeden Fall zeichne ich das jetzt so an. Natürlich wollen wir so wenig wegschneiden wie möglich und so viel, was sein muss, ist klar. Denn wir wollen ja so viel Holz zum Schluss wie möglich haben. Nach diesem Strich wird der Erich dann schneiden. Wir haben eine Makita Langkreissäge, mit der geht das relativ gut. Der Strich aus dem Grund, wir schneiden ohne Führungsschiene und bei den Kreissägen ist immer vorne so eine Einritzung, wo steht 0. Das ist genau der Strich, auf den man schneidet. Man kann auch bei der zweiten versetzt schneiden. Ich will noch was sagen bezüglich Holzlagerung. Wenn man das Holz im Freien lagert, ist es immer wichtig, abdecken. Das Holz sollte mit einem Gefälle liegen oder zumindest die Abdeckung. Die rechte Seite sollte immer nach oben schauen. Hier kann man sehen, die rechte Seite sieht nach unten. Wenn das im Freien liegen würde, würde hier das Wasser stehen bleiben und würde das Holz schädigen. Hier am Dachboden ist es egal, ob die rechte Seite oder die linke unten ist. Was noch wichtig ist, ist, diese Bretter sind ganz oben am Stoß gelegen und waren nicht niedergezwingert. Das heißt, die haben sich alle drehen können. Und die unteren, wo das ganze Gewicht oben gelegen ist, sind schnurgerade geblieben. Das heißt, man sollte beim Lagern schon Druck ausüben. Entweder mit Zwingen oder mit Zugut das ganze Paket zusammenspannen, dass die Bretter nicht aus können. Erich, gibt es sonst noch was zu trocknen zu sagen? Naja, vielleicht Hartholz und Weichholz. Hartholz und Weichholz. Also Hartholz, der Erich hat mir vorher gesagt, vor dem Video, er kennt den Unterschied nicht zwischen Hartholz und Weichholz und er würde das sehr gerne von mir hören, dass ich das erkläre. Das mache ich jetzt. Hartholz ist dieses Holz, Erich, wenn du dich anstoßt, bei einer Tischkante zum Beispiel, und du hast extreme Schmerzen dann auf der Einschlagstelle. Das ist Hartholz. Wenn du jetzt zu einem Tisch hingehst und du stoßt dich dagegen und die Ecke bricht weg, das ist Weichholz. Also so merkt man sich das eigentlich als Laie. Ja, ganz einfach. Ganz einfach. Also jetzt weißt du das.
Was noch wichtig ist im Freien, das Holz sollte ca. 30 cm vom Boden entfernt die erste Reihe liegen, damit Spritzwasser und so, das Dampf, weißt du, wenn der Erde unten nass ist, am besten wäre natürlich asphaltiert, betoniert oder mit Kies, das wirklich mit die feuchte Erde und Wiese ist, das ist auch sehr nicht förderlich. Die Leisten, die man geben sollte, sollten nicht mehr wie 1,5 Meter Abstand haben, also die Sprossen, sonst kann sich das Holz durchsatteln. Die sollten 2 Zentimeter, sollten die circa haben. Am besten ist es auch, wenn man die mit Rillen nimmt, dass man nicht sieht, wo es aufliegt. Das bei Ahorn, Kiefer und so ist das oft der Fall, dass das Holz dann blau wird, wo diese Stäbchen liegen, weil die Feuchte dort nicht weg kann und durch den Sauerstoff, also durch den Mangel an Sauerstoff wird das dann blau, Bläuebild sagt man dazu. Das ist bei Kiefer ganz stark. Daher ist es gut, wenn man eigentlich das Holz, das man schlichtet, nimmt als Span, also als Spanel, wie sagt man, Distanz-Dingsbums-Leisten. Also wenn man Kiefer aufschlichtet, ist es sehr gut, wenn man Kiefer nimmt, wenn man Ahorn schlichtet, ist es gut, wenn man Ahorn nimmt. Oder so eine Alternative, was für alles geht, ist Fichte. Fichte verträgt sich da bei der Trocknung mit jedem Holz ein wenig. Ich habe mich hier verletzt, Erich, ich habe hier... Oh. Auf jeden Fall, das war ein kleiner Einblick in den Alltag. Der Erich wird das jetzt noch schneiden. Erich, hast du noch eine Frage? Ja, wegen Lagerung. Wie lange muss man jetzt Holz... Wie lange? Das Holz, wo du dich anhaust und es tut weh, das Hartholz sollte pro Zentimeter Holzstärke ein Jahr liegen. Zack, 1 Zentimeter oben, 1 Zentimeter unten. Bei 5 Zentimeter starkem Holz kann man dann sagen, 2,5 Jahre. Das erste Jahr... Das zweite Jahr und das dritte Jahr, also das halbe Jahr. Und das war jetzt ungünstig gewählt mit dem Mittelfinger. Ja, es passieren Fehler, das sieht man, Erich und ich, wir sind Menschen. Da passiert sowas, oder Erich? Ja, ist schon wieder sehr angespannt. Die Spannungen steigen. Auf jeden Fall, und bei Weichholz, das ist das Holz, wenn du dich dagegen stößt, das wegbricht, das ist Weichholz, da Fichte, Tanne, Kiefer, da braucht es circa ein halbes Jahr pro Zentimeter Holzstärke. Von dem geht man aus. Das Holz hat dann am Schluss mehr wie 10, 5, eher 15% bekommt man mit natürlicher Trocknung eigentlich gar nicht zusammen. Da ist es dann gut, wenn man es in eine Trockenkammer gibt. Erich, hast du eine Trockenkammer? Nein, eigentlich nicht. Erich, schneidest du das jetzt? Ja, okay. Was soll ich die Kamera nehmen? Ja. Du musst schon Hallo auch sagen, Erich. Hallo, grüß euch. Gehörschutz, Schutzbrille und keine Handschuhe, wenn man mit einer Handkreissäge schneidet. Und wenn man mit der Stichsäge schneidet, kann man Handschuhe tragen? Nein, auch nicht. Okay. Beim Werkzeug, wenn man in der Hand ist, besser ohne. Nur beim Markschlicht ist besser mit Handschuhen. Okay. So, da. Mit Absaugung, Feinstaub bleibt 24 Stunden in der Luft. Das ist eigentlich sehr gut gegangen, oder? Ja, das ist halt ein Hartholz. Ja. Ist der Feinstaub, auch wenn das Holz noch eine Feuchte hat, das wird nur noch 30% haben, nehme ich mal an, ist der Feinstaub dann trotzdem gefährlich oder ist das eher nicht? Bei 30%. Schwer zu sagen, deswegen habe ich einen Staubsauger. Ja. Ich meine, Corona-Test, wenn man riecht das Holz, man erkennt es, dann weiß man, man hat nicht Corona. Okay, das ist also quasi so testest du dich immer? Ja, jeden Tag. Jeden Tag einen Holzgeruch-Test? Ein anderes Holz aufschneiden, dann riechen mit verbundenen Augen und dann weiß man, das finde ich natürlich sehr gut, ob man Corona hat oder nicht. Also ich glaube, das war's jetzt. Jetzt werden wir das Teil hier herlegen auf den fertigen Stoß und dann wir machen weiter. Wir haben noch diese Bretter vor uns und dann sind wir eigentlich fertig. Erich, willst du dich verabschieden? Ja. Wiedersehen, liebe YouTube-Gemeinde. Und Schutzbrille und Gehörschutz nicht vergessen. Auch beim, nur beim Schneiden oder immer? Bei dir eigentlich immer. Bei mir immer. Da versteht man nicht alles.
Der Erich war schon wieder, ich hoffe, das habt ihr jetzt, er hat gesagt, bei mir sollte man immer eine Schutzbrille und einen Gehörschutz tragen, damit man nicht alles versteht. Natürlich tut mir das im Herzen weh und wir werden das dann ausdiskutieren, der Erich und ich. Also ich sage auch, danke schön, dass ihr dabei gewesen seid bei unserem ersten Alltag-Video. Ist Alltag ein guter Name, Erich? Ja, was tagtäglich. Tagtäglich, tagtäglicher Alltag. Wie wir das genau taufen, werdet ihr dann beim Titel sehen. Und falls ihr nicht genug von uns bekommen könnt, hier oder hier wird ein Video vorgeschlagen. Hier, hier oder hier, ich weiß es nicht genau wo. Oder seitlich oder oben drüber. Irgendwo ist in diesem YouTube noch ein Video von Erich und von mir. Es gibt auch Videos, wo nur ich bin. Oder Videos, wo die Nadja ist und wo ich bin. Oder ich und die Nadja. Egal, schaut vorbei. Daumen rauf, gefällt mir, abonnieren. Würde mich sehr freuen. Das bringt uns was. Dir bringt es auch was, Erich, oder? Ich weiß jetzt nicht, okay. Was, aber... Tschüss, Papa. Bis zum nächsten Mal. Danke.